Norbert, wir haben uns heute mit dir getroffen, weil wir mit dir zurückblicken möchten auf ein ganz besonderes Jubiläum. Du bist seit 25 Jahren U19-Trainer hier auf Schalke. 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert. Und um sich das Ganze mal vor Augen zu führen, als du hier am 1. Juli 1996 angefangen hast, da hieß der Bundeskanzler Helmut Kohl. Wir hatten gerade einen gewissen Marc Wilmots verpflichtet, der dann knapp ein Jahr später einen nicht ganz unwichtigen Elfmeter schießen sollte. Die Currywurst hier am Bütchen draußen, die wurde noch in D-Mark bezahlt und der Aufmacher in der 20-Uhr-Tagesschau war der Empfang der Nationalmannschaft, die ist tags zuvor Europameister geworden durch einen Doppelpack von Olli Bierhoff. Also lange, lange ist her. Welche Erinnerungen hast du noch an deinen ersten Arbeitstag? Ja, erster Tag damals Rückkehr in die Glückaufkampfbahn. Wiedersehen, also ein sehr, sehr freudiges Wiedersehen mit Heinz Römer. Heinz Römer werden noch viele von den mittelalten und etwas älteren Schalke-Fans kennen. Also Heinz Römer war Platz- und Zeugwart, als ich das erste Mal mit 18 unter Max Merkel hier auf Schalke Profi war. Und als ich dann wiederkam in besagtem Jahr und an besagtem Tag, war Heinz Römer immer noch Platzwart. Hatten uns eine Ewigkeit nicht gesehen, schon aus den Augen verloren, aber es war eben ein ganz, ganz freudiges Wiedersehen, großes Hallo. Auf der anderen Seite war ich natürlich super dankbar, zu meinem Verein zurückkehren zu können und in der Funktion des U19-Trainers auf dem Platz stehen zu dürfen. Ja, du sagst gerade die Rückkehr zu deinem Verein. Wenn ich jetzt fragen würde, wer hat dich für Schalke begeistert, dann hätte ich meine Hausaufgaben nicht gemacht, denn du bist in Gelsenkirchen geboren, warst hier selber Profi. Darum stelle ich die Frage anders. Wer hat dich denn für die Aufgabe als U19-Trainer begeistert? Also begeistern brauchte mich natürlich keiner dafür. Aber geholt haben mich definitiv damals Bodo Menze und Rudi Assauer. Du bist damals 39 Jahre alt gewesen, hast aber schon eine gewisse Erfahrung als Trainer gehabt, hast auch deine Trainerscheine gemacht. Ich glaube, deine Lizenz auch zusammen mit Weltmeister Klaus Augenthaler. Hast dann auch an der Seitenlinie gestanden beim SV Schermbeck, Soest Dienstlaken, SG Wattenscheid 09 in der A-Jugend und FC Rade und hast dann hier auf Schalke angefangen. Mit welchen Ambitionen? Ja, ich hatte schon so ein bisschen Trainererfahrung mitgebracht, war eigentlich schon, das ist den wenigsten bekannt, mit 16 schon Trainer, habe E- und D-Jugendmannschaften trainiert, damals bei Westfalia Westerkappeln. Da bin ich Vereinsspieler geworden, auch wenn ich in Gelsenkirchen groß geworden bin. Und dann später nicht nur als Fußballtrainer Erfahrungen gesammelt, sondern auch im Fitness- und Squash-Bereich. Ich habe damals auch sämtliche Fitness-Trainer-Lizenzen gemacht, was es mir heute so ein bisschen einfacher macht, ne, die Gesamttrainingssteuerung und so weiter. Kommen wir nochmal zurück, ich bin jetzt so ein bisschen schon abgewichen. Worauf wolltest du hinaus? Mit welchen Ambitionen du damals hier angefangen hast? Also was waren deine kurzfristigen, mittelfristigen und vielleicht auch langfristigen Ziele? Ja, Ziele sind gerade in der Ausbildung immer mittel- bis langfristig. Und trotzdem brauchst du natürlich auch kurzfristige Ergebnisse und Erfolge. Es ging damals schon darum und heute mehr denn je, dass wir es hier alle gemeinsam schaffen in der Knappenschmiede, so viele Spieler aus der Knappenschmiede wie möglich in den Profikader, in den Profifußball zu bringen. Das ist immer schon primär gewesen. Und zweitens, natürlich auch wollten wir von Anfang auch eine gute Rolle auch in der Tabelle spielen. Ja, du hast es ja schnell geschafft. Die Knappenschmiede heute ist professionell aufgestellt. Damals war es ja noch sehr klein hier alles, sehr überschaubar. Aber dir ist es gelungen, mit deinen Mitstreitern die U19 von Schalke ja zu einer nationalen Marke zu machen. Also es ist eine der führenden A-Jugendmannschaften in Deutschland geworden. Und ich habe mal nachgeschaut, bis heute stehen in deiner Vita 23 Titel, also diverse westdeutsche Meisterschaften, Westfalen-Pokalsiege, zwei Triumphe im DFB-Pokal und drei deutsche Meisterschaften. Gab es jetzt zuletzt in der Sommerpause oder vielleicht auch im Lockdown mal einen Tag oder einen Abend, wo du dein Fotoalbum rausgeholt hast und mal nachgeschaut hast in den vergangenen 25 Jahren, was da so alles war? Ja, ich glaube schon, dass man nach 25 Jahren auch mal zurückschauen darf und auch mal so eine Zwischenbilanz zieht. Das habe ich dann auch zu Hause mit meiner Frau Conny dann getan. Und da waren wir selber schon verblüfft, was da alles so zustande gekommen ist. Aber ich betone immer wieder, dass wir das alles gemeinsam geschafft haben. Du hattest ja gerade schon gesagt, also es waren, glaube ich, 8 westdeutsche Meisterschaften, 3 deutsche Meisterschaften, 2-mal deutscher Pokalsieger, 10-mal den Landespokal gewonnen. Also da ist schon richtig was zusammengekommen.
Aber auch da betone ich immer wieder, das haben vor allen Dingen unsere Spieler geschafft, weil ich sage das aus vollster Überzeugung, auch betone ich immer wieder, dass ich als Trainer in meiner Laufbahn nie irgendein Tor selber geschossen habe, gezweifelt, denn mal irgendwie eine Vorlage gegeben habe. Aber insgesamt ist das schon eine sehr, sehr ordentliche Bilanz. Wo wir gerade beim Thema Zahlen sind, im Sommer 2003 ist die dreigleisige A-Junioren-Bundesliga eingeführt worden. Und wenn man aus allen drei Spielklassen mal eine ewige Tabelle errechnet, dann steht auf Platz 1 der FC Schalke 04. War dir das bewusst? Ja, ich habe so, das muss ich zugeben, so vor ein bis anderthalb Jahren die ewige Tabelle das erste Mal gesehen. Und da stehen wir tatsächlich in der Bundesliga West ganz, ganz deutlich vorne und in der ewigen Tabelle aller drei Bundesligen zusammen. Ganz weit vorne, auch vor dem FC Bayern, auch vor dem BVB. Ich glaube, das ist also neben den vielen Spielern, die den Sprung aus der knappen Schmiede in den Profifußball geschafft haben, also der wichtigste Indikator, dass wir hier doch gemeinsam ganz erfolgreich gearbeitet haben. Jahr für Jahr, kontinuierlich, also nicht irgendwie Eintagsfliegen, sondern durchgehend. Ich habe mal gerechnet, es war ein Schnitt von über 2 Zählern pro Spiel und der Tabellenzweite in der ewigen Tabelle, der VfL Wolfsburg, hat 64 Punkte weniger auf dem Konto. Aber lass uns jetzt nicht auf die nackten Zahlen schauen, lass uns über Erlebnisse sprechen, nicht über Ergebnisse. Und ich habe mal aus all den Jahren 3 besondere Spiele rausgesucht und möchte beginnen mit 2002, 2. Mai-Wochenende in Berlin. Du weißt wahrscheinlich jetzt, worauf ich hinaus möchte. DFB-Pokalfinale der Profis gegen Bayer Leverkusen, die gewonnen haben. Und am Tag zuvor gab es noch ein weiteres Finale, die U19 gegen den VfB Stuttgart. Kannst du uns mal mit zurücknehmen an diesen Tag? Ja, sehr gerne. Das war damals unsere Nordkurve in der alten Försterei in Berlin. Also wir standen im U19 DFB-Pokal-Endspiel in Berlin am Tag vor dem großen Endspiel gegen den VfB Stuttgart, und dadurch, dass am nächsten Tag das große Endspiel war und unsere Profis gegen Bayer Leverkusen, glaube ich, im Finale standen, hatten wir das große Glück, dass schon ganz viele Schalker in Berlin waren. Also wir haben wirklich, wirklich 7.000, 8.000 Schalker gehabt, die uns dann auch mitgeholfen haben, die uns zum Sieg getragen haben. Und es war, glaube ich, der erste deutsche Titel einer U19 von Schalke 04 nach 26 Jahren, schon sehr besonders. Wir sind damals gegen den VfB, glaube ich, mit 1-0 durch Christian Panda in Führung gegangen. Stuttgart dann das 1-1, später dann Verlängerung, immer noch 1-1, und dann haben wir im Elfmeterschießen gewonnen. Ich glaube, die haben 3 verwandelt, 4-4. Volkan Ünlü, inzwischen Assistent oder Torwarttrainer bei uns in der U19, hat damals, glaube ich, nur 1 Elfer gehalten. Damit waren wir dann deutscher Pokalsieger. Ja, und noch wichtiger war natürlich dann der Sieg am nächsten Tag unserer Profimannschaft im DFB-Pokal. Ja, du hast gerade einen Namen gesagt, Volkan Ünlü. Und wir haben hier eine kleine Überraschung für dich, denn Volkan Ünlü hat uns eine Botschaft an dich zukommen lassen. Und die spiele ich jetzt mal ab. Hallo Trainer, 25 Jahre Schalke 04, 25 Jahre U19 Trainer der Knappenschmiede. Ich denke, einfache Glückwünsche für 25 Dienstjahre wäre dir nicht gerecht, weil Trainer sein dir viel mehr bedeutet. Deswegen möchte ich dir im Namen aller Schalker Danke sagen. Danke dafür, dass man sich auf dich verlassen kann. Danke für deine Energie, wie du die Dinge angehst. Danke für deine Motivation, für deine Beharrlichkeit. Und danke dafür, dass du dich dafür entschieden hast, Coach Norbert Elgert zu sein. Auf diesem Weg nochmal alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Ciao. Ja, Volkan sagt's. Energie, Motivation, Beharrlichkeit. Macht es dich stolz, wenn du das heute hörst? Ja, nee, macht mich einfach stolz, wenn ich Jungs von damals sehe. Also Volkan ist ja, stand bei uns im Tor, und auch Charles Tucky ist ja einer meiner Assistenten, der damals beim DFB-Pokalspiel dabei war, also bei dem DFB-Pokal-Endspiel sich dabei war. Also stolz macht mich viel mehr die Entwicklung meiner Jungs, dass sie so einen tollen Lebensweg gehen als Menschen, aber auch als Trainer, als Coaches. Wie waren deine Jungs denn damals drauf? Ihr gewinnt den Pokal, am Tag später gewinnen die Profis den Pokal. Jetzt kann ich mir vorstellen, das ist eine ganz gute Party geworden.
Ja, wenn du was erreichst im Leben, wenn du was erreichst im Fußball, dann ist es auch wichtig, dass man das auslebt, dass man das feiert. Also das war damals, ich weiß nicht, wie die Disco hieß in Berlin. Das ging auf jeden Fall schon bis morgens. Und dann natürlich am nächsten Abend, dann alles natürlich im Jugendbereich gemäßigt mit relativ wenig Alkohol. Und am nächsten Tag ging es dann weiter, die Feier mit den Profis in Berlin. Aber ganz besonders hängen geblieben ist die gemeinsame Feier und Ehrung in Gelsenkirchen in der Stadt auf dem Rathausbalkon. Und anschließend der Umzug bis Parkstadion, bis Arena. Arena gab es damals noch nicht, Parkstadion, glaube ich. Vor 100.000 Schalkern. Das vergisst du nie, das bleibt in Erinnerung. Und das war ganz besonders. Ja, da ist die ganze Stadt auf den Beinen, ne? Kann ja. Ich mir gut vorstellen. Das zweite Spiel auf meiner Liste, das Finale um die deutsche Meisterschaft 2006, Schalke 04 gegen Bayern München hier in Gelsenkirchen, also Heimspiel. Deine Truppe mit Ralf Fährmann, Benny Hövedis, Mesut Özil bei den Bayern, Mats Hummels, Sandro Wagner unter anderem. Endergebnis 2:1 für euch. Wie war dieser Tag für dich? Ja, habe ich noch wie heute vor Augen. Aber wichtig ist, glaube ich, auch da die Vorgeschichte, dass wir ja im Halbfinale schon fast gegen Hertha BSC ausgeschieden wären. Wir haben das Hinspiel im Halbfinale in Berlin. Berlin damals unter anderem mit Jerome Boateng. 2-0 verloren, eigentlich ganz gut gespielt, aber 2-0 verloren. Und wir brauchten dann 2-0 für eine Verlängerung in Gelsenkirchen. Haben das Spiel dann, aber das war ein Wahnsinnsspiel, wie souverän wir damals gespielt haben und dann ins Finale eingezogen sind, haben das Spiel exakt 3-0 gewonnen. 3-0 brauchten wir, um ins Finale zu kommen. Dann das Finale gegen Bayern. Da fällt mir sofort vor dem Spiel unser Grätschkreis ein, wo wir dann versucht haben, die Bayern damals so ein bisschen mit einzuschüchtern. Die Mannschaft stellt sich dann im Kreis auf, relativ nahe beim Gegner. Und dann grätscht man sich gegenseitig ab. Natürlich Vorsicht, ohne sich zu verletzen. Wäre natürlich ganz böse gewesen, wenn wir uns da vor dem Spiel gegenseitig umgehauen hätten. Die Bayern haben gegrinst, haben geschmunzelt darüber und haben das nicht ganz ernst genommen. Nach dem Spiel, glaube ich, ja. War dann ein super ausgeglichenes Finale. Wir 1-0 in Führung, Joe Pisano. 2-0 dann faul, glaube ich, von Hummels an Pisano. 11 Meter verwandelt von Sebastian Bönisch. Dann kriegen wir das 2-1 und Spiel auf Augenhöhe bis zum Schluss. Und als dann Sandro Wagner so ein paar Minuten vor Schluss aus ganz kurzer Entfernung das Ding 3 Meter drüber haut, da wusste ich, wir schaffen das, wir werden deutscher Meister. Und das war natürlich dann, glaube ich, der deutsche Meistertitel, 30 Jahre her. Der erste Titel, glaube ich, damals mit Uli Maslow als Trainer. War natürlich unfassbar schön und gerade gegen die Bayern. Also die Bayern sind auch schlagbar, das ist möglich. Also ein ganz, ganz besonderes Spiel natürlich auch. Ganz besonderes Spiel, ganz besondere Spieler. Einer deiner Jungs von damals, der hat uns auch eine Botschaft geschickt. Benny Hövedis. Lieber Coach, alles, alles Gute zum 25. Dienstjubiläum auf Schalke. 25 Jahre blau-weißes Blut, viel Engagement und Herzblut, was Sie in diesen Verein reingesteckt haben. Sie haben nicht nur großartige Talente herausgebracht, einige sind hier in meinem Hintergrund zu erkennen. Wir sind damals 2006 deutscher A-Jugendmeister geworden. Nein, Sie haben auch extrem viele Menschen mit auf Ihrem Weg begleitet, Ihnen Werte mitgegeben, von denen Sie Ihr ganzes Leben lang profitieren können. Und diese Handschrift trägt Ihren Namen und darauf können Sie extrem stolz sein. Und ich hoffe sehr, dass Sie dem FC Schalke auch noch viele Jahre mit begleiten und auch wieder auf dem Weg helfen, erfolgreich zu werden. Mir haben Sie damals mal gesagt, sei jeden Tag der Beste, der du sein kannst. Und mit dieser Einstellung bin ich nicht nur DFB-Pokalsieger geworden, sondern ich bin auch Weltmeister geworden und das auch dank Ihnen. Das muss ich ganz klar sagen. Sie haben mir damals wahnsinnig viel mitgegeben als Spieler, aber auch als Mensch. Und davon habe ich meine ganze Karriere lang profitieren können. Und von daher gilt Ihnen da ein ganz großes Dankeschön. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen viel Gesundheit, viel Erfolg für die nächsten kommenden Jahre im blau-weißen Trikot. Ganz liebe Grüße, Benny. Herr Norbert, ich sehe es in deinem Gesicht. Das berührt dich, oder? Ja, ich glaube schon, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Und der Benny ist natürlich schon einer unserer Jungs, die mir besonders nahe stehen. Und das freut mich natürlich wahnsinnig, wenn er
ja, unsere gemeinsame Vergangenheit so sieht und wenn er sagt, dass er so viel mitgenommen hat. Denn der Benny ist eine super ehrliche Haut, den ich sportlich und menschlich unglaublich schätze. Das geht mir schon sehr, sehr nah. Es hat Benny gerade viele schlaue Sätze gesagt, aber einer ist besonders hängen geblieben, bei mir zumindest. Sei jeden Tag der Beste, der du sein kannst. Ist das so ein Ratschlag, den du deinen Spielern in den 25 Jahren jedes Jahr wieder mit auf den Weg gegeben hast? Ja, hat sich so entwickelt. Ist eigentlich ein Lebensmotto von mir. Sei jeden Tag der Beste, der du sein kannst, um in Zukunft der Beste zu werden, der du werden kannst. Also wenn du jeden Tag dein Bestes gibst, dann bist du auch ein Gewinner. Selbst wenn du mal ein Spiel verlierst, bist du trotzdem ein Gewinner. Gewinner wart ihr 2006 gegen Bayern, die erste deutsche Meisterschaft für dich. War das eigentlich die schönste? Weil man sagt ja, der erste Titelgewinn ist immer der schönste. Oder hat wirklich jeder nationale Titelgewinn für dich einen eigenen Stellenwert, eine eigene Geschichte? Eine eigene Geschichte. Jeder Titel, jede Mannschaft, jeder Spieler ist was ganz Besonderes, ist eine Einmaligkeit. Und so ist auch jeder Titel, egal jetzt ob national oder westdeutsch oder Landespokal, jeder Titel war und ist was Besonderes, weil man das gemeinsam geschafft hat. Also nicht nur die Mannschaft, sondern Staff, das ganze Umfeld, die gesamte Knappenschmiede, der gesamte Verein, alle, die dazugehören. Dann lass uns über einen weiteren Titel sprechen. 2012, erneute deutsche Meisterschaft, erneut gegen Bayern München, erneut Heimspiel. Die scheinen uns zu liegen. Ja. Nicht in Gelsenkirchen, sondern in Erkenschwick im Stimmbergstadion, 13.000 Schalker. Wie sehr hat es sich damals gefreut, dass die Hütte ein wirklicher Hexenkessel war an diesem Tag? Ja, das war ja schon beim Aufwärmen damals Gänsehaut pur. Und natürlich ist das auch so, dass den Jungs sicherlich in den Momenten, wo es darauf ankam, und das ist in einem Endspiel permanent der Fall, nochmal so die letzten Prozente gegeben hat. Aber ganz besonders war natürlich dann das gemeinsame Feiern nach dem Spiel, aber auch den Spielverlauf habe ich heute noch im Kopf. Also wir haben, glaube ich, sind die erste Halbzeit ganz klar in Bayern, war Bayern klar die bessere Mannschaft, sind auch 1-0 in Führung gegangen. Alexander Schöpf, Torschütze. War auf der anderen Seite, ja. Ja, und in der zweiten Halbzeit haben wir es dann gedreht. Ich glaube, René Klingenburg und dann Philipp Hoffmann nach Vorlage von Max Meyer hat dann, glaube ich, das Siegtor geschossen und war auch da die Freude der Mannschaft, die Freude gemeinsam mit den Fans, das vergisst du nie, das ist sowas von speziell. Auch wie die Mannschaft dann anschließend mit den Fans gefeiert hat und Philipp Max vorneweg, der ja sonst eher ruhiger war, der ist da wirklich zu ganz großer Form im Spiel schon aufgelaufen, aber nach dem Spiel. Und auch das natürlich ganz, ganz besonders und unvergessen. Ja, Philipp Max hat die Humba angestimmt mit den Fans. Ich habe die Bilder noch vor Augen, wie Sead Kolasinac, dein Kapitän, die Schale übergeben bekommt und du danach auf dem Platz nicht ganz freiwillig geduscht hast. Wie sehr genießt du solche Momente, wenn die ganze Mannschaft dich einfach packt, mit dir feiert, dich einfach in ihren Kreis schließt? Ja, bist du einfach mittendrin. Dann bist du sowieso natürlich, das ist ein großes Team, alle gehören zusammen. Und nach dem Spiel und vor allen Dingen, wenn du gewonnen hast und du gewinnst nicht immer, da kommen wir ja sicherlich auch noch drauf zu sprechen, dann ist das sowas von speziell. Und da wird so viel Energie und so viel Freude und da wird so viel freigesetzt, das ist einfach unvorstellbar, weil dann eine ganz, ganz große Anspannung. Auch als erfahrener Coach bist du dann in einem Finale immer noch super angespannt und stehst da auch schon noch unter Dampf. Und da wird so viel Energie frei und da lässt du so viel los und die Freude, die gemeinsame, aber die ist so gewaltig, dass man das fast gar nicht beschreiben kann. Wir haben jetzt über drei Finals gesprochen, drei Endspiele, drei Titel. Gab es denn auch mal einen Titel, den du gewonnen hast, der völlig unerwartet kam? Ja, bei aller Bescheidenheit, bei aller Demut, heute machen wir das einfach mal. Ich glaube, nach 25 Jahren darf man dann auch mal wirklich dann auch Zwischenbilanz ziehen. Finale gegen Hoffenheim in Gelsenkirchen. Können wir das noch kurz anreißen auch? Klar, selbstverständlich. War natürlich damals auch besonders 2015, weil auch die Mannschaft das natürlich verdient hat. Die Jungs haben das auch verdient damals mit Leroy, Thilo Kehrer, Felix Platte, Maurice Multaub, Felix Schröter vorne als Torjäger. War natürlich auch nochmal ein besonderes Spiel, 2015 in Wattenscheid, in der Lohrheide, auch 13.000, 14.000 Zuschauer. Ganz besonderes Spiel, weil da gibt es eine ganz spezielle Geschichte, was Leroy Sané betrifft.
Leroy war ja damals Teil dieser U19, war aber auch schon bei den Profis, so wie Felix Platte auch des Öfteren schon. Und die Saison der Profis war zu Ende, die trainierten nur noch und dann war Roberto Di Matteo damals Trainer. Und mit ihm habe ich dann kommuniziert, du kannst Leroy spielen. Was ist? Und ich sagte, nee, darf er nicht. Ich sage, warum nicht? Ja, könnte sich verletzen. Ich sage, das kann aber euch im Training auch. Okay, lass ihn eine Halbzeit spielen. Wir haben zum Roberto damals gesagt, ey, das ist das Spiel des Jahres, vielleicht für den ganzen Verein sogar, nicht nur für die U19. Und der Leroy, sein Papa hat an der Lohreide, Profifußball gespielt in Wattenscheid, er ist da geboren in der Ecke. Ja, und dann sagt er, eine Halbzeit. Und dann habe ich natürlich überlegt, was machst du jetzt? Wenn du den jetzt anfangen lässt, nimmst ihn dann raus, die erklären dich alle für verrückt, lässt du ihn jetzt aber draußen und bringst ihn dann erst rein, versteht ja auch keiner. Aber irgendwie musste ich es ja machen, war ja eine Anweisung. Ja, und dann war der Spielverlauf damals, Hoffenheim geht in Führung, Julian Nagelsmann war Trainer, also zwei ganz starke Truppen gegeneinander. Und dann, ich glaube, so nach 20 Minuten, dann habe ich zum Lehrer gesagt, mach dich warm, mir ist das jetzt scheißegal. Hier geht es um so viel für den gesamten Club. Und mit dem 1-0 auch für Hoffenheim, aber mit seinem Aufwärmen dann, da ging so ein Raunen durchs Publikum und so ein Schub durch die Mannschaft. Das hat uns damals dermaßen geholfen. Leroy kam dann rein. Wir haben dann das 1-1 gemacht, Felix Schröter. Haben dann in der zweiten Halbzeit Tor, glaube ich, Thilo Kehrer und Felix Schröter haben sich das zweite Tor geteilt. Das dritte war, glaube ich, damals Christian Sivodedov. Haben dieses Finale auch gewonnen. Auch ganz besonders, weil auch das eine ganz, ganz besondere Truppe war mit einer besonderen Vorgeschichte. Und jetzt können wir gerne auch zu den Niederlagen kommen, weil die gehören einfach zu jeder Geschichte dazu. Da kommen wir gleich zu, aber ich bin noch bei den Highlights. Wir haben jetzt gerade über einen unerwarteten Titel gesprochen. Ich habe gehört, auf Siegesfeiern soll unerwartet auch mal ein Special Guest gewesen sein. Ein gewisser Heino. Was hat es denn mit dieser Geschichte auf sich? Also irgendwann war das mal so ein Gedanke von mir, wie kannst du da vielleicht noch ein bisschen zusätzlich anschieben und motivieren? Muss man ja eigentlich nicht, aber es hat sich dann so ergeben, dass ich dann gesagt habe, Männermensch, wenn wir ein deutsches Pokalendspiel gewinnen oder wenn wir deutsche Meister werden, dann verspreche ich euch, dann kommt Heino zu unserer Siegesfeier und singt ein, zwei Songs für euch. Jetzt sind unsere Jungs nicht unbedingt, bei allem Respekt, nicht falsch verstehen, nicht unbedingt in ihrer Altersstufe Heino-Fans. Aber sie haben das natürlich schon mit Begeisterung aufgenommen und haben dann auch auf diesen Feiern darauf bestanden und nach Heino gerufen. Und er kam dann auch mit Sonnenbrille, mit weißer Perücke und hat dann so ein, zwei Lieder gesungen. Und da werde ich eins nie vergessen. Oliver Runert war damals knapp Schmiedesportdirektor, als wir das Endspiel auch gegen Hoffenheim gewonnen haben. Und abends auf der Meisterfeier, Mannschaft hat nach Heino geschrien, ich hatte die Heino-Klamotten dann mit, habe mich dann als Heino verkleidet und als der Olli mich dann in Heino-Montur erstmal gesehen hat und hat mich dann singen gehört, da hat er einen Lachanfall bekommen von 10 Minuten in eins durch. Ich werde das nie vergessen. Olli Runert hatte damals einen großen Anteil, wir sind sehr eng befreundet, darf ich einfach mal sagen, hat ja auch jetzt gezeigt, bei Union Berlin, was er so gemeinsam mit anderen zu leisten imstande ist. Ja, das zu der Geschichte mit Heino. Also ein paar Mal habe ich das gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Aber wenn die Jungs das jetzt mitkriegen und wir sollten nochmal was Großes erreichen, kann ich mir vorstellen, dass ich mich dann schon noch einmal dann für die Truppe dann in Heino-Montur, wenn sie es denn möchten, werfen würde. Also Perücke und Sonnenbrille sind noch Perücke, vorhanden. Sonnenbrille, so ein Norweger-Pullover und wenn mit allen drum und dran, wobei Seo, ja, der Kapitän der Mannschaft, der meinte dann schon nach dem Spiel zu mir, Trainer, machen Sie lieber weiter Trainer mit dem Singen, das wird, glaube ich, nichts. Wobei, so schlecht singe ich gar nicht. Olli Runert war damals auch Knappenschmiede Sportdirektor, als ihr international unterwegs wart in der UEFA Youth League, dem Pendant der Champions League für Jugendmannschaften. Und da habt ihr damals auch königsblaue Geschichte geschrieben. Ihr habt die Vorrunde gerockt und dann im Viertelfinale beim FC Chelsea gewonnen. Einem Verein, der schon damals und auch heute noch Millionentransfers im Jugendbereich tätigt. Aber ihr habt überzeugt und habt das Ding gewonnen, 3-1 in London. Muss man als Trainer seine Truppe vorm Spiel da noch motivieren oder muss man sie eher bremsen? Ja, genau das. Ich glaube, wer da nicht motiviert ist, der wäre falsch.
Da sind die Spieler eher übermotiviert, was genauso negativ wirkt, wie zu wenig motiviert zu sein. Also da geht es dann eher darum, zu beruhigen und Druck rauszunehmen. Ihr habt gewonnen, dann kam das Halbfinale, es war ein Final Four im schweizerischen Nyon. Ihr habt gegen den FC Barcelona gespielt, La Masia, die große Talentschmiede, die auch Jahr für Jahr wie die Knappenschmiede große Spieler hervorbringt. Ihr habt euch ganz knapp geschlagen geben müssen mit 0:1. Barcelona damals mit Adama Traoré, jetzt bei Wolverhampton, spanischer Nationalspieler. Munir, heute FC Sevilla Stürmer, der hat damals auch das Tor geschossen. War ein super Spiel, Spiel auf Messerschneide. Leider knapp verloren. Wie war dein Gefühl nach dem Abpfiff? Enttäuschung, Stolz, gar nichts, Leere? Ja, zunächst mal hatten wir ja super Spiele gehabt in der Gruppe. Ich glaube damals FC Basel, in Basel mal mit Brelem Bolo, glaube ich, 5:0 gewonnen. Hatten dann das Achtelfinale in San Sebastian vor 10.000 Zuschauern. 2:1 gewonnen, Tore, glaube ich, damals Miles Müller und Maurice Moltaub. Korrigiert mich, wenn ich da jetzt mal irgendwas Falsches erzähle. Das wäre ja gerade schon angesprochen, das Viertelfinale in Chelsea. Chelsea wirklich mit einer Übermannschaft, eigentlich vor Barca noch top favorisiert. Loftus-Cheek damals, Ake, einer der Stammspieler jetzt im Moment bei City. Wen hatten wir noch? Christensen, Stammspieler bei Chelsea. Also eine unglaublich gute Mannschaft. Und dann, damals haben wir in Chelsea Viertelfinale hochverdient gewonnen. Haben dann ein super Spiel gemacht. Also von daher war das Halbfinale ja schon Hammererfolg. Dann waren wir in Lyon mit gegen diese bärenstarke Mannschaft mit der Knappenschmiede gleichwertig. Barca spielerisch schon unglaublich stark, aber wir auch eine gute Truppe, auch fußballerisch. Aber ein enorm kampfstark, großer Teamgeist. Natürlich bist du dann, wenn du so ein Spiel verlierst, enttäuscht. Aber damals die beiden anderen Halbfinalisten, die gegeneinander gespielt haben, Real Madrid, Benfica, Lissabon. Klar war mir traurig, wenn du so ein Spiel verlierst, aber der Stolz auf die Mannschaft und auf das Erreichte überwog doch, weil wir einfach ein Top-Spiel gemacht haben. Die Mannschaft hat alles rausgeholt, wir haben unser Bestes gegeben. Und wenn du dein Bestes gibst, dann kannst du eben, dann darfst du auch verlieren, nicht gerne, aber der Stolz überwog dann schon. Der ganze Verein war damals stolz auf Schalke 04. Genauso waren wir alle stolz. WM-Finale 2014, deutsche Nationalmannschaft gegen Argentinien. Und in der Startelf Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Mesut Özil, so drei deiner ehemaligen Schützlinge. Im Kader dann noch der damals erst 20-jährige Julian Draxler, ein weiteres Talent hier aus der Knappenschmiede. Und ich weiß noch, wie aufgeregt ich damals das Endspiel verfolgt habe, obwohl ich nur Fan dieser Mannschaft war und keinen davon trainiert habe. Wie war das denn bei dir, wenn du da deine alten Jungs auf dem Platz siehst in Rio im WM-Finale? Ja, ich war mit einer weiteren U19 gerade im Trainingslager Hotel Weißenburg Familie Niehoff in Billerbeck, den wir ja nur schon seit ewig sehr, sehr eng verbunden sind, Schalke 04 und das Hotel Weißenburg. War da im Trainingslager, habe da gemeinsam mit den Jungs das Spiel gesehen, also stand auch da unter Trainingslagerdampf. Das Spiel natürlich ganz besonders. Das war für unseren Club natürlich auch toll, dass vier Spieler aus unseren Reihen, die hier in der Knappenschmiede groß geworden sind, die hier ausgebildet wurden, dann letztendlich Weltmeister wurden. Das wirkt ja bis heute nach. Natürlich war das auch für mich ganz speziell und besonders. Und ich habe dann nach dem Spiel aus Billerbeck den Jungs dann per SMS gratuliert und kam dann auch, ein paar Stunden später kam dann auch das Danke von den Jungs für die Gratulation jetzt zurück. Ja, natürlich auch ein absolutes Highlight in unserer gemeinsamen Knappenschmiedegeschichte. Einen Weltmeister haben wir gerade schon gehört, Benedikt Höwedes. Und jetzt hören wir den zweiten, dein ehemaliger Torhüter Manuel Neuer. Lieber Coach, alles, alles Gute zum 25-jährigen Dienstjubiläum. Es waren sicherlich intensive, schöne, erfolgreiche und tolle Jahre mit dem S04. Höhen und Tiefen gab es natürlich bei uns in der Mannschaft, in der A-Jugend damals auch. Wir sind DFB-Pokalsieger in Berlin geworden, haben aber natürlich auch ein paar Misserfolge
einstecken müssen, aber ich denke, daran wächst man und auch jede Jugendmannschaft, die sie trainiert haben, hatte so seine Highlights und natürlich auch die Tiefen und das gehört alles dazu. Ich denke, sie haben ganz vielen Spielern auch geholfen, sich weiterzuentwickeln, dazu zähle ich natürlich auch. Und deshalb bin ich als Spieler natürlich dankbar, auch in dem wichtigen Alter zwischen 17 und 19 Jahren bei Ihnen trainieren zu dürfen. Und ich wünsche Ihnen natürlich alles, alles Gute für die Zukunft. Machen Sie weiter so. Sie sind immer motiviert, wollen den Jungs immer was mitgeben und haben, glaube ich, auch ein tolles privates Umfeld. Ja, ich wünsche für die Zukunft alles Gute, für die nächsten Jahre natürlich beim S04. Es wird ja jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Jugend darauf ankommen, das, was nachkommt für den Profibereich, damit Schalke natürlich wieder in die erste Liga hochkommt. Deshalb Glück auf und alles Gute und bis bald. Manuel. Ja, Weltmeister, mehrfacher deutscher Meister, Champions-League-Sieger, Welttorhüter. Und er denkt immer noch gern an die Zeit bei dir zurück. Was geht da so in dir vor? Ich sehe gerade in deinem Gesicht ein bisschen Rührung. Ja, das ist natürlich großartig, dass so viele von unseren Jungs das bis in die Weltspitze sogar geschafft haben. Das ist toll, aber noch schöner und auch noch stolzer macht es uns alle sicherlich, dass die Jungs auf dem Teppich geblieben sind, dass sie bodenständig geblieben sind, dass das nicht nur super Fußballer sind, sondern total anständige, richtig gute Menschen. Das ist für mich fast noch wichtiger als ihre fußballerische Karriere. Und Manuel, mehrfacher Welttorhüter, mehr braucht man ja gar nicht sagen. Also hier in der Knappschmiede groß geworden. Also von daher, ja, natürlich rührt mich das und freut mich natürlich sehr, dass die Jungs uns und mich und all das, was hier bei uns geschehen ist, nicht vergessen haben. Hast du nach dem WM-Finale eigentlich neue Visitenkarten bekommen mit Weltmeistertrainer Norbert Elgert? Definitiv nicht, das wäre auch nicht in Ordnung, aber der Weltmeistertrainer war definitiv, glaube ich, Jogi Löw. Und wenn wir da hier in der Knappenschmiede einen kleinen Anteil daran hatten, dann wäre das natürlich schön und. Auf deiner Visitenkarte steht U19-Trainer, aber es könnte auch einfach Knappenschmied stehen, denn die Anzahl deiner ehemaligen Schützlinge, die es ja bis in die obersten Ligen, in die Weltspitze geschafft haben, ist ja mittlerweile dreistellig. Also ist es für dich überhaupt noch möglich, den Werdegang der ganzen Jungs zu verfolgen? Du bist wahrscheinlich dann das ganze Wochenende nur noch am Fußball gucken. Zunächst mal zu Knappenschmied in meiner Visitenkarte. Also es gibt ganz, ganz viele, viele, viele Knappenschmiede. Wenn ich einer davon sein sollte und bin, dann ist das schön. Dann freue ich mich auch darüber. Was die Spieler betrifft, ja, es sind tatsächlich mehrere hundert inzwischen. Da müsste ich jetzt lügen, wenn ich sage, dass ich noch zu allen Kontakt habe, aber zu sehr vielen. Und sehr, sehr viele sind auch in meinem Handy, bestimmt nicht alle. Ich bin im Vorfeld unseres Interviews mal die Kader der ersten beiden deutschen Ligen der Saison 2021 durchgegangen. Und sei mir nicht böse, aber ich muss jetzt ablesen, sonst vergesse ich was. Denn da ist einiges an Namen zusammengekommen, die hier auf Schalke geschmiedet wurden. Nehmen wir mal unsere Profis mit Ralf Fährmann, Sead Kolasinac, Malik Shaw, Sean Bostoan, Nassim Bourgelab, Matthew Hoppy, der zuletzt verliehene Ahmed Kutucu, Levent Mertschan, dann Bayern München mit Manuel Neuer, Leroy Sané, Marvin Friedrich bei Union Berlin, Aydin Rustic bei Eintracht Frankfurt, Max Meyer in Köln, Holstein Kiel mit Fabi Rehse und Phil Neumann, auch beide eine richtig starke Saison gespielt. Marcel Sobotka, Fortuna Düsseldorf, der KSC, Marc Lorenz, Benny Goller, Philipp Hoffmann, Aue mit Florian Krüger, Pascal Testroth, Felix Platte in Darmstadt, Maurice Multhaub in Osnabrück. Und ich glaube, da gibt es noch einige mehr. Und jetzt gucken wir mal über die Grenzen. Da sind wir international. Joel Matip in Liverpool, Philipp Max in Eindhoven, Thilo Kehrer an der Seite von Julian Draxler in Paris, Italien, West McKennie bei Juventus, Can Ayan in Sassuolo, Lennart Ciborra in Genua und. Ja, mir fehlt schon fast die Luft und ich könnte hier wahrscheinlich noch einen längeren Monolog halten. Norbert, verrat mir doch mal dein Geheimnis. Wie macht ihr das hier auf Schalke? Warum packen es im Vergleich zu anderen Nachwuchsleistungszentren so viele Schalker Jungs im Profifußball? Ich glaube, das Geheimnis ist, dass es kein Geheimnis gibt.
weil in vielen Schmieden, in vielen Leistungszentren in Deutschland wird herausragende Arbeit geleistet, sicherlich bei uns. Worauf wir schon ganz, ganz großen Wert legen, ist bei uns auf die Grundtugenden, auf die Primärtugenden, auf die Urtugenden, die mindestens genauso wichtig sind wie Talent. Eigentlich ist das ja selbstverständlich, aber ich betone es trotzdem mal. Bei uns müssen die Jungs, um nach oben zu kommen, sich wirklich noch richtig anstrengen. Eigentlich wirklich selbstverständlich. Weil es gibt viele, viele talentierte Fußballspieler weltweit und auch in Deutschland. Ganz viele talentierte Fußballspieler, die fußballerisch begabt sind, die Fähigkeiten haben. Aber dein Talent für dieses Spiel stellt dich nur in die Tür zum Profifußball. Aber erst Einstellung, Anstrengungsbereitschaft, Einsatz, immer wieder hinfallen und aufstehen, weitermachen, durchhalten, bringt dich durch diese Tür hindurch. Also Talent ist im Grunde genommen, ja, Talent, das nicht benutzt wird, das nicht trainiert wird, ist ungenutztes Potenzial, ist brachliegendes Potenzial. Talente entfalten sich erst durch Training, durch Betätigung. Auch Talent ist ein Muskel, der jeden Tag trainiert werden muss. Und bei uns müssen die Jungs sich wirklich noch anstrengen. Und keiner kommt, ohne sich anzustrengen, ohne Vollgas zu geben. Immer wieder fußballerisches Talent natürlich vorausgesetzt, da an mir, an uns vorbei. Bevor einer bei uns, bei den Profis trainiert, und das ist für mich elementar, auch für die Zukunft, müssen verschiedene Dinge gewährleistet sein. Auch eigentlich selbstverständlich, dass Spieler nicht bei den Profis trainieren, nur weil sie ein bisschen was können, weil sie den Ball 100-mal jonglieren können oder mal irgendwie einen besonderen Trick auf YouTube gemacht haben. Also unsere Jungs müssen sich über einen ganz langen Zeitraum im Training bewiesen haben, angestrengt haben, immer vollen Einsatz gezeigt haben. Zweitens das Gleiche im Spiel. Auch immer wieder, du kannst mal einen schwachen Tag haben, aber immer wieder, das ist ja menschlich, auch mal einen schwächeren Tag zu haben, immer wieder auch im Spiel herausragende Leistungen gebracht haben über einen langen Zeitraum. Also nochmal, erstens im Training, zweitens im Spiel über einen langen Zeitraum sich bewiesen haben. Und drittens muss natürlich dann eine Empfehlung des U19-Trainers, in dem Fall meiner Person, kommen, Richtung Profi-Trainer. Aber natürlich auch eine gemeinsame Empfehlung zusammen mit dem Sportdirektor. Und nur wenn die drei Dinge zusammenkommen, sollte einer der Jungs oben mittrainieren. Weil alles andere eben geschenkt ist und geschenkt kriegst du im Leben nichts, im Profifußball sowieso nicht. Vielleicht ist das so ein Ansatz. Hört sich alles sehr hart an, ist es im Ansatz auch, weil das nicht einfach ist, irgendwo im Profisport in die Spitze zu kommen. Auf der anderen Seite glauben wir aber auch, dass unsere Ausbildung in der knappen Spiele nicht nur hochintensiv und fordernd ist, sondern auch extrem menschlich. Also für uns ist wichtig der Mensch hinter dem Fußballer. Ja, der Mensch hinter dem Fußballer, du sagst es, ist wichtig. Ist auch wichtig, Identifikation, denn einen Spieler, den habe ich gerade nicht aufgezählt, aber ich habe ihn nicht vergessen. Das ist Danny Latzer, ein gebürtiger Gelsenkirchner, der sich damals auch hier verdient hat, bei den Profis zu trainieren, hat die ersten Spiele hier gemacht, ist dann gewechselt nach Darmstadt, nach Bochum, war zuletzt Kapitän in Mainz und kehrt jetzt zurück. Und er hat uns auch eine Botschaft an dich geschickt. Oh, Danny auch. Ja, hi, lieber Coach, Danny hier. Du feierst jetzt dein 25. Jubiläum. Unglaubliche Zahl. Aber was du dem Verein auch gegeben hast, was du dort erschaffen hast, unglaublich. Deswegen ist es auch total verdient, dass du die 25 jetzt voll gemacht hast. Aber ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Da kommen noch einige Jahre hinzu. Und darauf kann sich der Verein auch schon freuen. Ja, ihr werdet euch in Zukunft hier wieder öfter über den Weg laufen. Wie sehr freut es dich, dass Danny so ein Typ ist, der sagt, ich packe ihn mit an, um auf Schalke wieder was aufzubauen? Es ist jetzt keine Bedingung, aber auch kein Nachteil, wenn du in der Stadt Gelsenkirchen groß geworden bist. Also Danny ist Gelsenkirchener, ist Schalker durch und durch. Und was mir bei ihm sofort einfällt, ist, dass er zu denjenigen gehört, die einen ganz steinigen Weg zum richtig guten Bundesligaspieler gegangen sind, über viele, viele Umwege. Also Danny ist einer von den Jungs, die wir brauchen, um wieder dahin zu kommen, wo wir hinwollen, nämlich in die erste Liga auf Dauer, weil er ist aus dem richtigen Holz geschnitzt. Er hat Führungsqualitäten,
Er hat die richtige Mentalität, er hat die richtige Einstellung und er hat auch eine ganz hohe Bereitschaft, hier eine neue Geschichte zu schreiben und vor allen Dingen hier in jedem Spiel und in jedem Training sein Allerbestes zu geben. Das steckt einfach in ihm. Also er war ja nicht per Zufall Kapitän auch bei Mainz 05 und wird sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Spieler für die neue Truppe. Wir haben jetzt gerade schon viel über Erfolge gesprochen, sowohl Mannschaftserfolge als auch individuelle Erfolge. Welche Rolle spielt das in der Ausbildung für junge Talente, dass man mal einen Titel gewinnt, was holt? Wie wichtig ist das? Also es ist schon wichtig, dass du alle Erfahrungen machst in beide Richtungen. Das Gewinnen und ein Titelgewinn ist natürlich immer schöner als das Gegenteil. Aber es gehört alles dazu. Also spätestens so in bestimmten Bereichen müssen die Jungs schon verinnerlichen und lernen. Also im BA-Jugendbereich, dass das Fußball, dass es auch um Resultate geht, wobei auch die Jüngsten natürlich schon gewinnen wollen und Wettkampfmentalität entwickeln müssen. Aber das Resultat gehört dazu, wobei die Ausbildung, das sich Verbessern, der Prozess, der Verbesserungs- und Entwicklungsprozess steht immer absolut im Vordergrund. Aber dazu gehört es auch, dass sie lernen, dass es im Hochleistungsfußball, Bundesliga, da wo sie hinwollen, eben schon auch darum geht, Spiele zu gewinnen und auch Titel zu gewinnen. Wobei für uns immer ganz, ganz wichtig ist, dass sie eine gute Mischung finden, dass sie sich dadurch nicht zu stark unter Druck setzen oder wir sie nicht zu stark unter Druck setzen, weil bei allem Leistungssportgedanken, bei allem Gewinnen wollen, ist Gewinnen wollen immer gesünder, wenn wir als gewinnen müssen. Weil wenn du gewinnen musst, dann läufst du mit dem Rucksack rum. Also ich sage mal, gewinnen müssen macht schwach, gewinnen wollen macht stark. Und wichtig ist auch immer wieder, sich den Spaß zu bewahren. Denn alle unsere Jungs sind angefangen, Fußball zu spielen, weil es haben sich in Fußball verliebt, weil das so ein tolles Spiel ist. Das gemeinsame Erlebnis, Tore zu schießen, Tore verhindern, zu dribbeln, zu schießen, das dürfen sie nie verlieren. Weil der Spaß muss auch bei einem Profi. Und es ist dann nicht immer nur Spaß, aber der Spaß muss immer noch mit dabei sein. Und wir versuchen unseren Jungs immer wieder zu vermitteln, dass der Spaß am Fußball größer bleiben sollte als dieser persönlich empfundene Druck. Das ist ja auch bei jedem anders. Aber es gehört eben dazu, das Gewinnen lernen, vor allen Dingen alles zu lernen, alles dafür zu tun und alles dafür zu geben jeden Tag. Du sagst es gerade, Gewinnen macht Spaß, aber manchmal ist man auch, ja, wie es so schön heißt, nur zweiter Sieger. Wie vermittelst du Spielern nach einer Finalniederlage, dass sie trotzdem Großes erreicht haben? Also mir fällt jetzt spontan das Finale um die deutsche Meisterschaft 2018 ein, gegen Hertha BSC, als ihr mit einem Kraftakt überhaupt erst dieses Finale erreicht habt und dann ja, euch knapp geschlagen geben musstet. Ja, die Westdeutsche Meisterschaft war natürlich damals schon ein Riesenerfolg. Dann im Halbfinale haben wir uns durchgesetzt. Endspiel gegen eine sehr, sehr starke Hertha. Ich glaube, wir waren zwei gleichwertige Teams. Haben wir das Spiel dann auch nicht ganz unverdient. Also Hertha hat da durchaus verdient gewonnen. Wir hätten aber genauso verdient gewinnen können, haben wir aber nicht. Ich glaube, Hertha in Führung dann auch. Und dann hatten wir die Riesenchance. Da waren damals Flo Krüger, Nazim Bourjalab gemeinsam und konnte sich keiner entscheiden zu schießen, so einen Meter vom Tor, treffen dann den Pfosten. Also mit dem Ausgleich hätte das Spiel vielleicht eine andere Richtung genommen. Haben das Spiel dann verloren, aber es war trotzdem eine super Saison. Es war ein gutes, kein super Endspiel, aber ein gutes Endspiel. Gut sage ich deswegen, weil auch unsere Truppe damals alles rausgefeuert hat, was sie hatten. Und nach dem Spiel hatte ich gar keine große Zeit, dann zunächst mal zu trauern, hinterher zu Hause mit der Familie natürlich. Vergießt dann auch mal ein Tränchen, das gehört einfach auch dazu. Weil verlieren, wenn verlieren, Endspiele verlieren, nicht so traurig, nicht so schlimm wäre, ist schlimm nicht, aber wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre das Gewinnen ja nicht so schön. Ja, also wenn es nie regnen würde, könnten wir die Sonne auch nicht genießen. Aber es gab so viele weinende Spieler auf dem Platz. Die Jungs waren aber wirklich, die haben so viel investiert, die haben so viel gegeben. Und dann das Spiel verloren zu haben, so viele traurige Gesichter. Und wir hatten, also der ganze Staff, wir hatten so viel damit zu tun, die Jungs erstmal zu trösten und sie in den Arm zu nehmen und dann im großen Kreis mit der Mannschaft dann auf dem Platz noch ihnen einfach zu sagen, Männer, wir haben das Spiel verloren und für uns seid ihr aber trotzdem Sieger.
Weil das ist auch so ein bisschen meine persönliche Definition. Natürlich haben wir das Spiel verloren. Ja, damit waren wir Spielverlierer. Ja, damit war Hertha Meister, wir Vizemeister. Vizemeister waren wir aber auch noch nie. Ist auch nicht so schlecht. Aber unsere Jungs hatten alles, alles, alles gegeben. Und das ist auch meine persönliche Definition für Erfolg. Wenn du dein allerbestes gegeben hast, hast alles rausgefeuert, was du hast. Mehr geht nicht. Du gehst nach dem Spiel vom Platz und kannst in den Spiegel schauen und dir auf die Schulter klopfen und sagen, das war alles, mehr war nicht drin. Dann bist du trotzdem Gewinner. Und das war das, was wir unseren Jungs nach dem Spiel bei aller Traurigkeit, bei allen Tränen, die geflossen sind, dann auch versucht haben mitzugeben. Was du deinen Jungs auch immer mitgibst, ist, dass sie nicht abheben sollen. Es gibt ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen, häufiger die Situation, dass sie sich das Training oben bei den Profis verdient haben, vielleicht auch erste Einsätze in der Bundesliga bekommen. Wir wissen ja, im Fußball werden mittlerweile auch gewaltige Summen gezahlt. Wie schaffst du es, dass die Jungs auf dem Boden bleiben, wenn sie nach dem Training bei den Profis, vielleicht nach den ersten Einsätzen vor 60.000 Zuschauern in der Arena, hoffentlich bald wieder ins U19-Training zurückkehren und dann nicht den großen Max machen? Ja, zunächst einmal maße ich mir da gar nicht an, dass ich da irgendwas schaffe. Vielleicht können wir so ein bisschen das, was den Grundstein, den die Eltern gelegt haben, den Lehrer gelegt haben, den andere Trainer gelegt haben, vielleicht auch noch ein bisschen verstärken. Aber Werteorientierung und das aus Werteausbildung gehört ja bei uns ganz entscheidend mit dazu, genauso wie Technik, Taktik und Kondition. Und es ist irgendwie auch selbstverständlich, auf dem Teppich zu bleiben. Also wenn so ein Junge mal oben mittrainiert hat, dann muss er sich das ja hart erarbeitet haben. Also geschenkt bekommen darf er das nicht. Und das machen wir uns, solange ich da bin, werden wir das nicht tun. Und wenn er dann zurückkommt, dann hat er ja vielleicht auf der Erfolgsleiter, die 10 Stufen hat bis zum Profifußball, ist er vielleicht von Stufe 2 auf Stufe 3 gegangen. Hat er ja noch nicht viel mehr geschafft. Also wenn er dann zurückkommt, erwarte ich dann eigentlich von ihm doppelten Einsatz. Dass er diese Belohnung sich ja selbst erarbeitet, dass er oben mittrainieren durfte, dann auch nochmal bestätigt. Noch stärker bestätigt. Also dann weniger zu tun, hat es noch nie gegeben, würde ich auch nicht zulassen. Und wenn, dann würden wir das natürlich schon dann entsprechend dann auch mit dem Spieler besprechen. Und ich will nicht sagen Maßregeln, aber würden wir dann auch relativ schnell wieder korrigieren. Weil das würde ja genau das Gegenteil von dem sein, was wir hier ausbilden. Nämlich auch gesunde Werte. Ja, die Knappenschmiede steht für Charaktereigenschaften wie Teamgeist, Bescheidenheit, Bodenständigkeit. Aber sind das Dinge, die man lernen kann, die man trainieren kann? Oder ist das einfach gegeben? Oder es fehlt halt? Ich denke, wir können Dinge verstärken. Wir sollten uns das nicht anmaßen, dass wir da Ausschlag geben. Aber wir können schon als Coaches, als Lehrer, als Ausbilder schon noch verstärken. Und das sind eben so gewisse Grundwerte wie Respekt, wie Demut, wie Toleranz, Hilfsbereitschaft, wie Fairness. Da schon für uns unglaublich wichtig. Respekt hat ja einfach nur damit zu tun, dass jeder so respektiert wird, wie er ist. Oder Demut heißt ja nicht fehlender Mut, sondern einfach nur das vollständige Fehlen von Arroganz. Auf dem Boden bleiben, auf dem Teppich bleiben. Also was erhebt denn einen Fußballer? Warum bist du mehr durch dein Talent als Fußballspieler, nur weil du besser Fußball spielen kannst, weil du mehr Geld verdienst als andere, weil du in den schönsten Arenen der Welt spielst, erhebt dich das doch mit deinem Talent nicht über andere Menschen, weil das macht dich doch nicht besser oder ist nicht wertvoller als das Talent eines Handwerkers oder eines Arztes. Und das versuchen wir unseren Jungs schon sehr, sehr deutlich zu machen. Und Thema Toleranz, ich glaube, das wird im Fußball doch so vorgelebt, wie es auch sein muss. So, eigentlich wie so viele selbstverständliche Dinge, dass wir Menschen alle gleich sind, unabhängig jetzt von Herkunft, von Aussehen, von Hautfarbe, von Religion, dass wir alle gleich sind. Also diese selbstverständlichen Dinge und Werte, die versuchen wir schon bei uns nochmal zu verstärken. Das betonst du auch in deinem Buch, Gib alles nur nie auf, denn da sagst du, du möchtest nicht nur fußballerische, sondern auch soziale Spuren bei deinen Spielern hinterlassen. Warum ist es dir denn so wichtig, mehr als nur Taktik und Technik zu vermitteln? Weil überspitzt formuliert, nach 2 Jahren spätestens sind die Jungs ja aus deiner Schule wieder raus. Ja, ist schon ein schönes Gefühl, auch wenn man sowas so lange macht, dann ist das, hat ja auch Gründe, wenn man, ja, wie schon gesagt, positive Spuren im Leben von jungen Menschen hinterlassen kann. Wenn man ihnen so ein bisschen mehr mitgibt als nur das rein Sportliche. Das erfüllt mich nach wie vor sehr, dass
jungen Menschen dabei zu helfen, ein bisschen dabei zu helfen, ihre Ziele, Wünsche und Träume zu verwirklichen. Vielleicht auch, hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber ist so, auch Sinn in ihrem Leben zu finden. Du hast auch Menschen geholfen, die schon ein bisschen älter waren, nämlich du hast in den 25 Jahren den einen oder anderen Co-Trainer gehabt, der mittlerweile selbst im Trainerbereich tätig ist. Spontan fällt mir jetzt Sven Hübscher ein, ist danach Co-Trainer hier bei den Profis geworden, war bei Werder Bremen im Nachwuchsbereich, Preußen Münster, jetzt dein Konkurrent in der A-Jugend-Bundesliga bei Bayer Leverkusen. Uwe Grauer war jahrelang an deiner Seite, ist dann U17-Trainer geworden, mittlerweile in Braunschweig als Nachwuchstrainer, oder jüngstes Beispiel Ono Cine, unser U17-Trainer, der, bevor er bei den Profis war, auch bei dir an der Seite gelernt hat. Was nehmen junge Trainer an deiner Seite für ihren Weg mit? Was kannst du Trainern vermitteln? Ja, zunächst mal ist das ja auch immer eine Win-Win-Situation, ist immer ein Geben und Nehmen. Also ich habe von all meinen Trainerkollegen, ich benutze nicht so gerne das Wort Assistent, also von all meinen Trainerkollegen, von all meinen Teambetreuern, Physiotherapeuten, Mitstreitern persönlich immer sehr, sehr viel mitgenommen und gelernt. Das ist auch bis heute noch so der Fall. Wir haben jetzt gerade über viele Spieler gesprochen, die den Sprung in den Profifußball geschafft haben. Es gibt natürlich auch Jungs, wo der Traum dann nach der U19 zerplatzt, die dann vielleicht in Anführungsstrichen nur in der Oberliga, Landesliga, Bezirksliga spielen oder vielleicht auch gar nicht mehr Fußball spielen. Was gibst du diesen Jungs nach der A-Jugendzeit mit auf den Weg? Ja, vielleicht schon während der Ausbildung, ne, haben wir da natürlich auch den Auftrag, all unseren Jungs, die wir hier ausbilden, mehr mitzugeben als nur Fußball. Vielleicht Fußball so ein bisschen auch als Schule des Lebens. Denn realistisch gesehen sind es ja die allerwenigsten von ihnen, vielleicht 3, 4, 5%. Also bei uns auf Schalke waren es schon relativ viele, aber auch nicht mehr als 5, 6%, die wirklich den Sprung nach ganz oben geschafft haben. Und da stellen wir uns natürlich auch permanent die Frage, was wird mit all denen, die es eben nicht ganz nach oben schaffen, wo vielleicht dann mit 18, 19, 20, 21, 22 der große Traum dann zerplatzt. Für uns ist es schon wichtig, dass auch diese Jungs, wenn sie uns verlassen, uns als Gewinner und als Sieger des Lebens verlassen, dass sie hier auch eben andere Dinge mitgenommen haben. Und ich glaube, dass ganz viele von ihnen, die vielleicht den Sprung in den Profifußball nicht schaffen, dann in anderen Berufen, in anderen Branchen gefragt sind. Warum? Ja, sie haben neben den fußballerischen Dingen eben auch Dinge mitgenommen, die du in jedem Beruf, wenn du da erfolgreich sein willst, brauchst. Durchsetzungsvermögen, Durchhaltevermögen, Einsatzbereitschaft, aber auch Dinge wie Teamfähigkeit und so weiter. Denn in jedem Beruf, da geht es um Teams. Naja, sodass wir unseren Jungs auch immer wieder sagen, wenn wir ihnen sagen, vielleicht macht es für dich mehr Sinn, den nächsten Schritt oder demnächst woanders zu spielen, dass sie uns trotzdem als Sieger verlassen, dass sie die Dinge mitnehmen, die fürs Leben unbezahlbar sind, die sie auf jeden Fall brauchen können. Und für uns ist ganz, ganz wichtig auch, dass wir immer wieder den dualen Weg unseren Spielern vermitteln. Damit meine ich, dass wir ihnen immer wieder vermitteln, glaubhaft vermitteln, aus Überzeugung vermitteln, auch den bestmöglichen Schulabschluss zu machen, um nach dem Fußball oder wenn sie mit dem Fußball aufhören sollten, die beste Möglichkeit haben, in einen anderen Beruf zu wechseln, zu studieren und so weiter. Also die bestmögliche schulische Qualifikation plus die bestmögliche Fußballqualifikation versuchen wir ihnen dual zu vermitteln. Also beides enorm wichtig. Vielleicht ist sogar Schule eher Plan A und Fußball Plan B. Wollen Spieler das verstehen? Wollen Spieler das hören? Ja, in dem Alter wollen sie das nicht immer hören. Aber im Trainingslager habe ich ja mit jedem Spieler auch immer ein Einzelgespräch. Nee, da geht es dann neben Familie, neben Zielen, Wünschen und Träumen, neben Stärken, aber auch über Schwächen sprechen wir dann über Hobbys und so weiter, wo man sich dann menschlich auch ein bisschen näher kommt, wo es dann eben auch wichtig ist, dass der Spieler merkt, dass wir uns kümmern und dass wir uns für ihn auch als Mensch interessieren, vor allen Dingen als Mensch interessieren, frage ich immer danach, was ist denn dein Plan B?
Häufig sind die Augen dann ganz groß. Ja, noch habe ich keinen. Ja, ich sage dann, ist es okay, solange du in der Schule Vollgas gibst, sagen wir mal, dein Fachabi oder Abi anstrebst, hast du immer noch Zeit, dir darüber Gedanken zu machen. Aber wir versuchen da zumindest positive Impulse zu setzen. Ob sie es dann hören wollen oder nicht. Aber viele, ganz viele sind natürlich auch durchaus offen und haben wir auch viele Beispiele. Joel Matip, Benny Hövedes, die, oder viele mehr, Jule Draxler, die hier einen richtig, richtig guten Schulabschluss gemacht haben. Du sagst es gerade, du führst mit jedem Spieler Einzelgespräche und in 25 Jahren sind da so einige zusammengekommen. Sagen wir mal, um einfach zu rechnen, pro Jahrgang etwa 25 Spieler mal 25 Jahre, das ist einiges. Wie viele Kontakte hast du eigentlich in deinem Handy gespeichert? Ja, hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet. Also viele, viele, alle definitiv nicht. Es sind wirklich, wirklich schon ein paar hundert und ich bemühe mich da schon sehr, bin da aber auch, habe da auch noch Luft nach oben, bin da nicht perfekt. Aber es sind schon ganz, ganz viele, aber definitiv nicht alle. Ich weiß, dass einige der Jungs dich auch Jahre nach ihrer U19-Zeit nochmal anrufen, wenn sie einen ehrlichen Rat haben möchten, einen offenen Rat oder einfach mal ein offenes Ohr brauchen, weil sie dich schätzen und weil sie wissen, dass du denen auch nichts vorgaukelst, sondern das sagst, was du denkst, was ihnen in ihrer Situation vielleicht am meisten hilft. Aber wie ist das bei dir? Wen rufst du denn an, wenn du mal einen sportlichen oder auch einen persönlichen Rat benötigst? Ja, das war ganz lange. Leider lebt er jetzt seit einigen Jahren nicht mehr. Mein Mentor und auch eins meiner Vorbilder, Nikolaus Enkelmann, also war seinerzeit einer der, wenn nicht der beste deutsche Motivations- und Mentaltrainer, den ich jederzeit dann anrufen konnte und dem ich auch extrem dankbar bin. Also ohne ihn wäre ich, glaube ich, heute auch nicht das, was ich heute bin. Aber im Fußball auch. Otto Rehhagel habe ich schon mehrfach kontaktiert. Wir haben seit vielen Jahren durchaus enge Bindung. Oliver Runert gehört dazu. Aber in erster Linie natürlich dann schon auch meine Familie, also der Familiendraht. Sprich meine Frau, unsere Tochter Jenny, Schwiegersohn Kevin, der tagt schon relativ häufig. Und da frage ich dann schon wirklich sehr, sehr häufig, was denkt ihr denn, was meint ihr denn? Und also da bin ich auch jemand, der sich gerne unterstützen und helfen lässt, denn alleine schaffst du gar nichts. Du sprichst deine Frau Conny an, die ist ja nahezu bei jedem Spiel dabei. Also egal, ob jetzt heim, ob auswärts, ob UEFA Youth League in Moskau oder A-Jugend-Bundesliga in Mönchengladbach. Was bedeutet dir das, dass deine Frau immer an deiner Seite ist und ja dein Hobby, deinen Beruf mit dir teilt? Puh, ja verdammt, verdammt viel. Also ich kann nur sagen, dass ob ich sagen wir mal, todkrank war oder gesund, ob ich Kreisliga gespielt habe oder Bundesliga, ob ich Bundesliga trainiert habe oder gespielt habe. Also Conny war in wirklich in guten und in schlechten Zeiten, auch unabhängig von unserer finanziellen Situation. Also auch da gab es in unserem Leben alles Mögliche, gute und nicht so gute Zeiten, immer an meiner Seite. Das vermag ich schon zu sagen, dass ich also ohne meine Frau ein ganz armer Hund ohne Halsband wäre. Und das Conny sicherlich ganz viel Anteil hat. Also wenn man jetzt 100%, wenn man von 100% spricht und würde es jetzt nur auf uns zwei runterbrechen, dazu gehören ganz, ganz viele Menschen, die Familie, unsere Tochter Jenny sowieso. Wenn, dann würde ich sagen, hat sie 51% Anteil und ich 49% an unserem gemeinsamen Erfolg. Dann habt ihr gemeinsam viel erreicht, fast alles erreicht. Was treibt dich jetzt nach 25 Jahren an, immer noch die Schalke A-Junioren zu trainieren? Ja, das ist ja scheinbar der Verein, nicht scheinbar, also definitiv der Verein meines Lebens, die Stadt meines Lebens. Auch die Altersstufe, ja, es hat sich so ergeben. Also wenn mir das einer gesagt hätte vor 25 Jahren, hätte ich gesagt, niemals. Aber ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet. Das macht mir nach wie vor, also ich bin sehr dankbar, dass ich das noch tun darf, dem Club, den Verantwortlichen. Und es macht nach wie vor noch genauso viel Spaß wie am Anfang.
jungen Menschen dabei zu helfen, was im Leben was zu schaffen. Aber ich sage mal, der Spaß, die Begeisterung, die Freude ist nach wie vor genauso groß wie am Anfang. Ich mache das einfach unheimlich glücklich, das machen zu dürfen, was ich aktuell tun darf. Gab es denn in 25 Jahren nie einen Moment, wo du gesagt hast, ich mache nicht mehr, ich schmeiß die Brocken hin? Es wird ja auch Angebote anderer Clubs gegeben haben, behaupte ich jetzt mal. Ja, es gab schon mal eine Phase, wo ich auf dem Sprung war vor einigen Jahren. Da war in Deutschland ein Wechsel möglich. Also damals hatte ich mir gesagt, also wenn du jetzt nochmal was anderes machen willst, dann jetzt. Wenn du jetzt noch länger wartest, dann wird das nichts mehr, dann wird das nie was. Und das war schon sehr, sehr knapp, auch unter Umständen zu dem Zeitpunkt mal nicht nur in Deutschland, sondern auch die Möglichkeit, in englischen Akademien verantwortlich im Jugendbereich zu arbeiten. Aber damals, das ist ja bekannt, haben mich in erster Linie die Fans, zu denen ich mich ja auch zähle, aber auch ganz entscheidend Clemens Teniers, den ich auch sehr, sehr schätze und dem der Club meiner Meinung nach und ich persönlich auch sehr viel zu verdanken haben, davon abgehalten. Und damals war ich auch froh, dass ich geblieben bin und inzwischen dann umso froher, weil ich nach wie vor hier sehr, sehr glücklich bin. Kurzzeitig bist du mal ausgestiegen als U19-Trainer. Im Sommer 2002 bist du als Co-Trainer zu den Profis gerückt. Hüb Stevens hatte gerade den Verein verlassen, Frank Neubert war als neuer Coach dazugekommen, ist aber nach 9 Monaten wieder entlassen worden. Wie hast du damals diese Zeit erlebt? Fing eigentlich ganz gut an, wobei ich, das war jetzt Frank Neubert, war damals der Cheftrainer, haben uns auch sehr gut verstanden. Ich schätze Frank menschlich und auch fachlich sehr, aber ich glaube, das wäre für jeden, der Nachfolger von Hüb Stevens immer in der Jahrhunderttrainer geworden wäre, nach den damaligen erfolgreichen Zeiten, UEFA-Cup-Sieg, Pokalsiege, genauso schwer geworden, Nachfolger von Hüb zu werden. Und der Start war relativ erfolgreich und auch am Schluss standen wir, glaube ich, so an 6-7, sind dann allerdings damals im Europäischen Cup ausgeschieden. Ja, wie habe ich das damals empfunden? War nicht schön. Das tat schon richtig weh, im Grunde genommen für kurze Zeit. Ich war ja noch da, ich war ja nicht entlassen oder so, ich war ja nur kurzzeitig beurlaubt, aber so in deinem eigenen Verein so ein bisschen vom Hof gejagt zu werden. Aber wir gehörten eben zusammen, das war für mich auch wichtig, damals mitgehangen, mitgefangen. Das war für mich auch wichtig, was Loyalität betrifft, dem Frank gegenüber mitgehen zu müssen, aber auch mitgehen zu wollen dann in dem Moment. Das war schon hart, wobei es damals auch alles andere als einfach war, hatte ich ja schon gesagt, weil nicht nur die Nachfolge von Hüb anzutreten war schwierig, auch die Truppe war weit über ihren Zenit hinaus. Es gab sehr viele Spieler, die längst über ihren Zenit hinaus waren, die extrem verletzungsanfällig waren. Aber wir werden auch unsere Fehler gemacht haben, sonst wäre das ja nicht so gekommen damals. Ne, da gehören immer mehrere Seiten dazu. Ich möchte diese Erfahrung nicht missen, auch wenn das damals wehtat. Aber auch das hat mich als Mensch und als Trainer wieder ein bisschen weitergebracht. War damals für dich denn sofort klar, dass du zurück in die U19 gehst? Nee, war gar nicht klar. Ich musste das natürlich auch erstmal sacken lassen, mich erholen davon. Das hat ja gar nicht allzu lange gedauert bis zu meiner Rückkehr dann. Aber war so 2, 3, 4 Monate dann permanent unterwegs in Deutschland. Wo wohl? Natürlich auf Fußballplätzen. Mit wem? Mit meiner Frau. Also hatten wir gar keine Zeit groß. Uns Fußballspiele angesehen von der Kreisliga bis ganz viele Bundesligaspiele, U19-Spiele, U17-Spiele, Länderspiele. Und habe mich in der Zeit fortgebildet. So war gar keine große Zeit dann irgendwie nachzukarten oder zu trauern. Hätte ich sowieso nicht gemacht. Ja, und dann kam ja damals relativ zeitnah der Anruf von Helmut Schulte. Helmut, der damals sportlich für die Knappenschmiede verantwortlich war, Bodo Menz organisatorisch. Helmut rief an und sagte, wir brauchen dich. Und wenn du jetzt fragen würdest, würde ich sagen, Conny war zunächst mal dagegen, war schon dafür, dass ich dann mal wechsle und was anderes mache. Aber ich selber habe dann relativ schnell Ja gesagt und ich glaube, beide Seiten haben das bis heute nicht bereut. Ja, eine goldrichtige Entscheidung. Also abgesehen von den
Titeln, die hier errungen wurden, einfach die vielen Spieler, die du hier ausgebildet, gefördert hast. Und dafür bist du 2013 vom Deutschen Fußballbund als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden. Und ich weiß, du sprichst eigentlich nicht gerne über diese individuellen Auszeichnungen, aber ich muss es jetzt einfach ansprechen. DFB-Trainer des Jahres, ein Jahr danach hier auf der Mitgliederversammlung in die Schalker Ehrenkabine aufgenommen worden, vor 10.000 Fans hier im Stadion. Was bedeuten dir Auszeichnungen wie diese? Ja, das freut einen schon und macht einen auch ein bisschen stolz. Aber mir ist schon sehr bewusst, dass auch diese persönlichen Auszeichnungen niemals möglich gewesen wären ohne andere Menschen. Und in erster Linie sind auch für diese persönlichen Auszeichnungen all die Spieler der Vergangenheit zuständig und verantwortlich. Aber auch alle Mitstreiter, der komplette Staff damals, heute. Also auch persönliche Erfolge erreichst du nicht ohne andere. Naja, und alles, was wir im Leben erreichen, erreichen wir nur durch andere und mit anderen zusammen. Da ist natürlich, spielt die Familie natürlich auch wieder eine herausragende Rolle. Also von daher habe ich mich wahnsinnig darüber gefreut. Mir ist aber sehr, sehr bewusst, dass ich also diese persönlichen Auszeichnungen nicht nur mir selber zu verdanken habe. Ja, du sagst, es ist keine One-Man-Show. Gibt es denn jemanden aus deinem Trainer-, Betreuer-, Funktionsteam aus den letzten Jahren oder aktuell, die du an dieser Stelle einfach mal Danke sagen möchtest? Also jemand, der nicht in der Öffentlichkeit steht, dessen Arbeit vielleicht gar nicht gesehen wird von Menschen, die nicht tagtäglich hier auf dem Gelände sind? Ja, die gibt es. Davon gab es jede Menge. Kollegen und Mitarbeiter, wichtige Menschen, alle sind wichtig, die bei uns mitmischen, egal in welcher Rolle. Aber da jetzt jemanden herauszuheben, könnte ich machen, dann bin ich aber da den einen oder anderen oder die ein oder andere wichtige Person vergesse, würde ich glaube ich zu vielen, die ich dann nicht nenne, wehtun, und das möchte ich nicht. Aber da gibt es ganz, ganz viele, gab es und gibt es ganz, ganz viele Mitarbeiter in der Knappenschmiede, die einen super und die den herausragenden Job machen und damals schon gemacht haben. Damals ist ein gutes Stichwort, als du 1996 hier angefangen hast. Da gab es noch keine Smartphones, keine sozialen Netzwerke. Der eine oder andere hatte schon ein Handy, das war aber so groß wie ein Koffer und man konnte es eigentlich gar nicht tragen. Heutzutage haben die Jungs teilweise zwei Smartphones in der Tasche, Accounts auf Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Wie ist das mit dir? Bist du in den sozialen Medien aktiv, um ja den Kontakt außerhalb des Platzes zu halten oder vielleicht auch um zu gucken, wie die Jungs sich da präsentieren? Du siehst ja vielleicht schon, wie ich im Moment gerade schmunzel. Also ich bin definitiv kein Handy- oder Internet-Experte. Bin aber inzwischen auch kein Neandertaler mehr auf dem Gebiet. Habe da durchaus Fortschritte gemacht, bin da aber auch über die Unterstützung von meiner Frau, also Conny und Jenny, unserer Tochter, dann sehr, sehr dankbar. Ich sag mal so, die Dinge verändern sich. Und wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Es ist alles anders geworden, aber wir versuchen unseren Jungs schon zu vermitteln, dass wir Verständnis dafür haben. Also ich glaube, ohne Internet oder ohne Computer in Zukunft noch irgendwie erfolgreich zu sein, wird ganz, ganz schwierig. Also sie müssen sich damit beschäftigen, sie müssen sich weiterbilden, sie müssen sich fortbilden und dazulernen. Aber eins dürfen sie und sollten sie nicht machen, und darüber sprechen wir auch häufig drüber, in ihren Handys versinken, im Internet versinken, denn im Internet und an der Playstation oder im Handy wirst du kein besserer Fußballer. Du wirst nur ein besserer Fußballer, indem du auf dem Platz bist und trainierst. Und wir versuchen sie auch in Richtung zu beeinflussen, dass sie positive Influencer werden. Man kann das Internet und die ganzen Dinge, Instagram, Facebook, komme ich gleich nochmal darauf zurück, positiv und negativ nutzen. Also Instagram, Facebook, diese Dinge werden ja häufig dazu genutzt, mit einer unglaublichen, barbarischen Grausamkeit, andere Menschen zu beleidigen, zu verletzen. Davon halte ich gar nichts. Und deswegen meine ich, ein positiver Influencer zu sein. Face-to-face, glaube ich, so wie wir jetzt hier gerade sitzen, ist immer noch wichtiger als Facebook.
Und wenn fällt mir eine Geschichte ein, vor 2 Jahren, Jimmy Caparros, der ja bei uns sich auch im U23-Profibereich bewegt, sagte ich mal vor der Mannschaft, im Flachs habe ich das gesagt, ihr immer mit eurem Instagram. Und der Jimmy guckte so, der hat wirklich gedacht, der Trainer ist so doof, der ist so außer Welt, dass der weiß wirklich nicht, was Instagram ist. Ich habe sie aber aufgeklärt, dass es Spaß war, ihr immer mit eurem Instagram. Also großes Verständnis dafür, ja. Aber natürlich auch eine gewisse Ausbildung und Erziehung in die richtige Richtung. Also wenn wir ins Trainingslager fahren, die erste Frage ist in Belabeck, Trainer, WLAN? Ich sage, ja klar. Ihr müsst mir aber versprechen, dass ihr auf dem Zimmer nicht nur Playstation spielt, nicht nur im WLAN-Bereich euch bewegt, nicht nur im Internet, sondern dass ihr den da, der daneben euch sitzt oder liegt, dass ihr euch mit dem auch mal unterhaltet, dass ihr euch mal kennenlernt. Dass ihr mal miteinander sprecht, dass ihr euch füreinander interessiert. Ich meine damit, dass Face-to-Face, dass Begegnungsqualität nicht auf der Strecke bleiben darf. Wie war das früher bei dir zu deiner aktiven Zeit als Profi? Da gab es die ganzen Sachen noch nicht. Habt ihr dann abends Karten auf dem Zimmer gekloppt oder was lief da ab? Ja, ich war nicht so der Kartenspieler, aber da wurde ganz, ganz viel, ich weiß nicht, Skat, Schafskopf, wenn ich mich da richtig erinnere, gespielt, aber mein Zimmerkollege war fast immer Uli Bittcher, der hier auch auf Schalke in der Knappenschmiede, glaube ich, groß geworden ist. Fernsehen geguckt, aber viel, viel spazieren gegangen. Es war auf jeden Fall anders, eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Welt. Aber die Dinge entwickeln sich, verändern sich und wie gesagt, da muss man mit der Zeit gehen. Nicht alles für gut halten, aber wichtig ist, dass unsere Jungs merken, dass sie uns vertrauen können, dass wir sie verstehen. Du hast vor einiger Zeit mal einen Satz gesagt, der sich bei mir nachhaltig eingeprägt hat. Alter ist keine Frage des Kalenders, viel wichtiger ist, wie man sich fühlt. Und ich verrate jetzt kein Geheimnis, weil jeder kann es auf schalke04.de nachlesen, bei Wikipedia googeln. Du bist 64 Jahre alt, aber wie alt fühlst du dich? Ja, ich fühle mich weder alt noch jung. Ich fühle mich gut. Bist du denn vielleicht aber so jung geblieben, zumindest präsentierst du dich hier sehr jung geblieben, weil du dich immer wieder auf die jüngeren Generationen einstellen musstest? Denn du wirst ja immer älter, aber deine Spieler sind ja immer 16, 17, 18, 19 Jahre alt. Ja, das spielt sicherlich eine große Rolle. Aber du hast ja gerade gesagt, ich glaube, dass das Allerwichtigste ist die eigene innere Einstellung, wie man selber denkt, wie man mit dem Leben umgeht, dass man sich versucht, permanent weiterzuentwickeln, zu wachsen, dazu zu lernen. Ich glaube, das ist wichtig, aber natürlich auch der Umgang immer wieder mit jungen Menschen, mit jungen Fußballern. Wir haben jetzt gerade 4 von deinen ehemaligen Schützlingen gehört, die sind alle über 30 Jahre alt. Aber wir haben auch noch einen in petto, der ist ganz jung und der möchte einfach nur noch mal Danke sagen. Malik Chor. Hallo Elgert, ich wollte Ihnen gratulieren zum Jubiläum. Ich hoffe, Sie bleiben noch lange auf Schalke. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich jeden Tag ans Limit gepusht haben. Ciao. Ja, jetzt startest du bald in deine 26. Saison als U19-Trainer. Und jetzt frage ich mich, wie lange möchtest du diesen Job oder diese Aufgabe noch ausüben? Also ich habe mir da überhaupt kein Limit gesetzt. Für mich ist wichtig, dass ich in erster Instanz meine Spieler, meine Jungs erreiche, dass sie mir vertrauen. Und das spüre ich ganz stark, dass das nach wie vor oder mehr denn je der Fall ist. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich auch, dass die jeweiligen Clubverantwortlichen mir ihr Vertrauen aussprechen und mich ja in meiner Herangehensweise, in meiner Arbeitsweise, in dem, wie ich die Dinge angehe und betrachte, also zu 100% unterstützen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Was sagt deine Frau dazu? Gibt es da irgendwie ein Agreement, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhörst? Oder ist sie auch froh, mit dir jedes Wochenende durch die Republik über die Fußballplätze dieser Welt zu reisen? Ja, es ist ja auch nicht richtig, dass Conny immer dabei ist, bei den Spielen schon, aber Trainingslager und so weiter natürlich nicht. Also sie ist sehr häufig dabei.
Ich glaube, sie wünscht sich schon, dass ich noch ein bisschen länger mache, weil noch mehr mich zu Hause sehen, wobei ich bin viel unterwegs, bin viel auf Schalke, ist ja nach wie vor ein Fulltime-Job, aber sie möchte mich nicht unbedingt noch häufiger zu Hause haben. Dann lass uns zum Schluss noch mal reisen, zurück in den Sommer 1996, denn im Jahr deines Amtsantritts ist in Frankreich die AG Auxerre französischer Meister geworden, deren damaliger Trainer Giroud war damals von 1964 bis zum Jahr 2000, also 36 Jahre durchgehend Trainer dort. Und wenn es nach mir geht, können wir beide uns gerne 2032 hier nochmal treffen, um dann über 36 Jahre Norbert Elger zu sprechen. Norbert, vielen Dank für den Streifzug durch dein Vierteljahrhundert U19-Trainer hier auf Schalke. Ich wünsche dir für die nächsten Jahre alles Gute, bleib gesund und vor allen Dingen bleib unserem Verein erhalten. Ja, erstmal vielen Dank von meiner Seite aus für die Chance, für die Möglichkeit, mal Rückschau zu halten. Ich bin schon eher jemand, der, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, der eher nach vorne schaut und nicht zu sehr in den Rückspiegel. Aber nach 25 Jahren hat das, glaube ich, auch mal Sinn gemacht, hat mir sehr viel Spaß gemacht und bedanke mich natürlich auch bei dir fast anderthalb Stunden Zeit, die du mir gewidmet hast und bedanke mich bei dir dafür ganz, ganz herzlich. Sehr gerne.